Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 7. Januar 2020. Das ist diese Zeitung. Und ich lese einen Artikel aus dem mit Grün übertitelten Lokalteil Solingen. Und die grüne Farbe ist eine einzige Unverschämtheit und zeigt, dass das hier keine schöne Zeitung ist. Kaufhofgebäude steht vor Umbau und das ist die Seite 13 mit dem Lokalteil. Ich kann es gerade noch mal zeigen. Es geht hier rum. So, auf dem Titel heißt es: Kaufhofgebäude steht vor Umbau. In dem Gebäude könnte sich einiges tun. Der Investor der Clemens Galerien hat nach Informationen unserer Zeitung große Pläne mit dem benachbarten Kaufhof-Gebäudekomplex. Das könnte Einfluss auf das Geschäft des Modehändlers Peek und Cloppenburg haben. Dessen Mietvertrag endet in rund einem Jahr. Zu einer möglichen Verlängerung hält sich das Unternehmen bedeckt. Seite 13. So. Kaufhofgebäude steht vor. Kaufhofgebäude steht vor Umbau. Für die Immobilien in der Stadtmitte gibt es offensichtlich große Pläne. Davon könnte auch Peek und Cloppenburg betroffen sein. Der Investor der Clemens Galerien hat nach Informationen unserer Zeitung auch große Pläne mit dem benachbarten Gebäudekomplex. Dort war bis 2019 Kaufhof untergebracht. Seither stehen die ehemaligen Ladenflächen leer. Demnach existieren im Sommer vergangenen Jahres Pläne. Demnach existieren im Sommer, nicht seit dem Sommer. Demnach, ja, warum sollte man auch? Demnach existieren im Sommer vergangenen Jahres Pläne, diese Immobilie teilweise abzureißen und dort Seniorenwohnungen zu errichten. Ach so, Zitat Anfang. Diese Pläne sind aber mittlerweile vom Tisch. Zitat Ende, hieß es aus informierten Kreisen. Kann man auch weglassen, die Scheiße. Eigentümerin dieser Immobilie, die Real Estate Portfolio Consulting AG mit Sitz im schweizerischen St. Gallen. Da fehlt das Verb im Satz. Punkt. Eigentümerin dieser Immobilie, die Real Estate Portfolio Consulting AG mit Sitz im schweizerischen St. Gallen. Punkt. Wozu ganze Sätze schreiben? Es steht auch Grün Solingen drüber. Es ist nur noch peinlich. Dr. Jochen Stahl arbeitet in deren Auftrag als Projektmanager. Dazu gehören auch die benachbarten Clemens Galerien, die derzeit nach langem Leerstand, ist schon wieder falsch, aufwendig umgebaut, um in neuen Geschäften belebt werden. Es steht Grün Solingen drüber. Nach wie vor besteht bei Jochen Stahl, aber offensichtlich der Wunsch,
das Kaufhofgebäude umzugestalten oder zumindest teilweise abzureißen und neu zu bauen. Stahl ließ dazu mehrere Anfragen unserer Zeitung unbeantwortet. Ja. Wahrscheinlich, weil hier keiner lesen und schreiben kann bei der Scheißzeit. Mietvertrag läuft in einem Jahr aus. Von einer Umnutzung des Gebäudekomplexes könnte auch der Modehändler Peek und Kloppenburg betroffen sein, der in dem Nachbargebäude eine Filiale betreibt. Nach Informationen unserer Zeitung läuft der aktuelle Mietvertrag in rund einem Jahr aus. Die Tageblatt-Nachfrage, ob Peek und Kloppenburg den Vertrag darüber hinaus verlängern möchten, beantwortete die Unternehmenszentrale in Düsseldorf im Dezember nicht eindeutig. Dazu hieß es, Zitat Anfang, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir standortbezogene Fragen erst beantworten können, sofern sich Planungen konkretisiert haben. Daher können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine weiteren Informationen mitteilen. Zitat Ende. Von einem Gebäudeumbau wäre dann wohl die Einzelhandelskette Woolworth betroffen. Die plante eigentlich von ihrem jetzigen Standort in der Hauptstraße in das gegenüberliegende Kaufhofgebäude umzuziehen. Dazu erklärte eine Woolworth-Sprecherin, Zitat Anfang, es bleibt bei dem Vorhaben, innerhalb der Solinger Innenstadt umzuziehen, Zitat Ende, warum auch immer. Hier wird nicht nur Scheiße Deutsch geschrieben, hier steht auch nur Scheiße drin. Nähere Informationen dazu könnte das Unternehmen aber erst im Februar mitteilen. Hey, jetzt sind wir da gegenüber und schmeißen jede Menge Geld. Ohne einen neu einzustellen. Und ob es funktioniert, wissen wir auch nicht, weil das Gebäude gehört ja immer. Neue Mieter ziehen ins Einkaufszentrum. Investor Jochen Stahl ist in den vergangenen Monaten positiv durch sein Bemühen aufgefallen. Dass der durch Bemühen aufgefallen ist, glaube ich sofort. Herr Jochen Stahl ist unserem Unternehmen durch Bemühen aufgefallen. Wir wünschen Ihnen auf seinem weiteren beruflichen Lebensweg Werdegang alles Gute. Er ist durch Bemühen aufgefallen. Bemühen aufgefallen, denn in weiten Teilen leerstehenden Einkaufskomplex der Clemens Galerien mit Leben zu füllen. Dabei hat Stahl einige Erfolge vorzuweisen. Zuletzt hatte Stahl gemeldet, dass die Pizzeria Pizza Pazza im Laufe des Jahres vom Neumarkt in die Clemens Galerien wechseln wird. Wie gesagt, es passiert dann irgendwann und er ist durch Bemühen aufgefallen. So. Ich sag's euch nochmal, ja. Ich zeig's jetzt auch. Hier steht Grünsohlen drüber. Da. Und es hat einen Grund. Ich lese den Scheiß nicht weiter vor. Und Jochen Stahl fällt vor allem durch Bemühen auf. So, tschüss.